Hallo Leute, nach der letzten Runde gegen einen sehr interessanten Spieler, dem wir hoffentlich nie wieder begegnen müssen, mache ich weiter. Gott, der war schon widerlich. Allein für den Namen gehört er geschlagen. Ja, sorry Leute wegen meiner Aggression, aber ich habe so ganz meine ganz eigenen Verbindungen mit solchen Leuten zum Negativen hin. Ich finde sowas einfach nur abartig. Ich meine, Witze hin oder her, sowas ist schon scheiße. Aber wollen wir uns damit nicht mehr weiter befassen? Was ist denn das für ein cooler Kartenrücken? Achso, das ist der gleiche, den wir haben. Okay, ich glaube, ich sollte schlafen gehen. Dabei ist es noch nicht mal so. Ich weiß nicht, warum ich müde bin. Sagt's mir, Leute. Warum bin ich müde? Was ist der Sinn meines Lebens? Warte, was? Das macht auch bei einem Priester sehr viel Sinn, wie ihr wisst, was ich gerade gemacht habe. Es macht unendlich viel Sinn. Es macht so viel Sinn, ich kann kotzen. Seht ihr? Das hat so viel Sinn gemacht. Ja, okay, jetzt hat er sein Mana verbraucht für die Runde, aber ich glaube, wenn er irgendwas damit vorgehabt hätte, hätte er es eh. Hätte er eh sich nicht geheilt. Also, er hätte sich einfach nicht geheilt, wenn er irgendwas vorgehabt hätte. Jedes Mal plus ein Angriff, wenn ein Diener stirbt. Dann würde ich sagen, lassen wir nicht zu, dass ein Diener stirbt. Machen einen auf. Oh. Ja, okay. Es müsste auch irgendwie eine Möglichkeit geben, seinem Helden Windzorn zu verleihen. Das wäre episch. Aber dann müsste der andere auch eine Möglichkeit haben, den Windzorn wegzunehmen. Also dann müsste Schweigen auch auf den Helden gelten. Warum funktioniert. Also, das wäre eigentlich eine Idee, dass Schweigen auch auf den Helden gilt. Und, ja. Ja, das war meine Idee. Dass Schweigen auch auf den Helden gilt. Den spiele ich. Ja, den spiele ich zurück. Weil in der nächsten Runde kann ich mit dem hier dann mir einen Vorteil erbringen gegen ihn, weil er hat ja sein Leben ändert sich ja immer, wenn also sein Angriff ändert sich ja immer, je nachdem wie viel Leben er hat. Und mit dem könnte ich dem zwei Schaden zufügen, der hatte nur noch drei mit in Verbindung mit der Waffe und dem Diener könnte ich ihn dann ausschalten und dann hätte ich noch diesen Diener auf dem Feld. Und das wäre cool. Außerdem muss er jetzt wieder vier Mana verschwenden, wenn er ihn spielt. Ist jemand Ach, du verletzt? spielst zuerst die und dann ihn wahrscheinlich. Ja, wie gedacht. Wie gedacht, wie gedacht. Wir können ihn natürlich auch mit Attentat vernichten, aber ich bezweifle, dass das derartig schlau wäre. So. So. Die Karte ist sehr cool. Lichtbrut. Ich finde es nur schade, dass sie für einen Priester alleine ist. Ich würde die gern bei irgendeinem anderen Deck auch mit benutzen. Ich würde die generell gern benutzen, aber ich spiele halt sehr selten Priester. Ich kann mir schon vorstellen, dass es mit der Karte manchmal zu sehr, sehr coolen Situationen kommen kann. Das ist nur feindliche Diener, ja, schade. Schade. Wir könnten einen Attentat machen, aber ich glaube, das wäre verschwendet. Ihr könnt. Ich glaube, wir machen einen auf.
Den hier. Ihr fragt euch wahrscheinlich, weswegen ich das gemacht habe. Ich frag mich auch, weswegen ich das gemacht habe. Ich glaube, das war eh Dummheit. Aber... why not? Naja, im Endeffekt... ja, okay, der kann ihn jetzt wieder heilen. Im Endeffekt war es Dummheit. Ja, das war Dummheit. Ich hätte... ihn töten sollen. Ja, es war Dummheit. Ich wollte noch gerade irgendwie mich rechtfertigen, aber dann habe ich gemerkt, ja, es war Dummheit. Wir könnten so agieren. Und ich will ihm keinen Card Draw ermöglichen, indem ich dem hier Schaden zufüge. Das habe ich nämlich auch komplett vergessen, dass er ja dadurch Karten ziehen kann. In der nächsten Runde kommt er dran. Oder kommt drauf an, was er jetzt spielt. Wenn er jetzt die beiden, die ihn auslöscht, kommt er auf keinen Fall dran, weil sonst würde er nichts bringen. Ich bin gerade gegen mein Mikro gekommen, sorry. Wenn ich halt nachdenke, streiche ich mir über mein wunderschönes Face und dabei kommt es halt, dass ich gegen mein Mikro komme. Sorry, das... mein Stuhl ist dauerhaft am Rumquietschen. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. Weil das wäre schon ziemlich nervig. Also denke ich schon mal. Ich darauf hinweisen, dass es nicht gut für mich läuft. Vier Schaden, das wären drei. Im Endeffekt könnte ich ihn auch so töten. Nee, ich hatte nicht genug Mana dafür. Vernichten! Yeah! Okay. So, zumindest ist schon mal die Gefahr ein bisschen gebannt. Aber nur ein bisschen. Wenigstens ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ich bin wohl nicht der Einzige, der diesen Diener besitzt. Wer jetzt gedacht? Das war gut. Das wären vier Schaden, die ich ihm zufügen kann. Aber zuerst spiele ich Sprint. Das ist gut. Damit wird er die beiden töten. Also, er wird den einen sehr verletzen. Ich habe noch 13 Leben. So hätte er noch eine Kraft von 11, 13. Aber wenn ich den hier dem dazu zwinge, dann hätte der nur noch... dann hätte er nur noch 10. So könnte ich den... nee, dann hätte er sogar noch weniger. Ich glaube, so wäre es am schlausten. Low
Fertig. Ich hoffe mal, ich überlebe die Runde, dann kann ich Herr der Arenen spielen und habe mich wieder ein bisschen gefangen. Ich habe verloren. Ich hörte, ihr habt ein Problem. Gut gespielt. Wir haben keine Möglichkeit, uns eine gute Waffe zu besorgen, oder? Sind 4 Schaden, wir müssten dem noch irgendwie 3 Schaden zufügen. Keine Möglichkeit. Die Tore sind geöffnet. No possibilities. Wie viel Leben habe ich? 3. Das ist nicht viel. Keine Möglichkeit. Joa, scheiße gelaufen, was? Schade. Alle Runden laufen so gut und dann verliere ich doch. Gut gespielt. Naja, wenigstens hatte ich eine gewonnene Runde. Ich muss wirklich wieder mich um Naxxramas kümmern. Aber ich hoffe, die Runden haben euch dennoch gefallen, auch wenn ich verloren habe. Wiedersehen, Leute, euer Sandoran.